So, jetzt würde ich sagen, dann holen wir uns noch die restlichen Orks jetzt hier. Ihm checkt zum Beispiel, er hat wieder volle Power, das hat sich ja richtig gelohnt. Na komm, was soll's. Irgendwie, glaube ich, ich meine, uns fehlt noch ein Kriegsherr. Also ein Feldherr oder wie auch immer das Ding heißt. Haben wir irgendwas noch nicht ausgenommen? Nee, das war alles. Ja, ist noch was gewesen, ich hab's gesehen. So, können wir noch hier müssen was klauen. Was mitgehen lassen. Okay, easy. So, Waffenbünde, die Truhe können wir nicht aufmachen. Hier hat der Magier drin gepennt. Das ist ja eine Behausung, ey. Da hätte ich mich ja vielleicht schon mal ein bisschen beschwert. So, guck mal, eigentlich müsste jetzt hier noch... Ja, siehst du? Habt ihr gehört? Hä? Hallo, Junge! Ja, kannst du mal aufstehen? Danke. Wie? Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Easy. 70 im Verand haben wir. Und 2 Ruf bei den Rebellen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 4 Ruf. Dann könnten wir uns theoretisch... Alter, es leckt ja. Es leckt ja, aber... dann könnten wir uns dann theoretisch... unsere Rüstung holen, Mann, die wir immer noch haben wollen. Die wir auch brauchen. Pull, kennen wir wieder, ne? Uninteressant. Ja, ja, uninteressant. Oder kennen wir es? Ach, für den Arsch. Große Truhe können wir nicht aufmachen. Hier sind auch ein paar Waffenbünde. Nehmen wir mit. Schon mal für die nächste Quest, die wir bestimmt irgendwann nochmal kriegen werden. Achso, draußen hinlaufen machen wir dann. So, und ich würde fast sagen, da wir jetzt einmal rum sind, können wir jetzt mal Georg... Ach, du bist so eine Flasche, Mann. Können wir da mal Georg holen. Holen gehen, beziehungsweise... teleportieren. Dazu müssen wir da hin. Zack. Da können wir auch gleich mal Markus Bescheid geben, dass wir den Feuerkelch haben. Abgegeben haben. Hier, Junge. Und die Dinger sind tot, genau. Sind tot. Inner sei Dank. Du bist wahrlich ein Held. Danke. Weißt du das, Fremde? Hier hast du alles, was ich noch aus den Besitztümern der Bewohner der Stadt retten konnte. Ich werde mich sogleich an die Arbeit machen, die Stadt wieder aufzubauen. Möge Innos deinen Weg erleuchten. 4000 Gold, Alter. Übernice. Ich habe mit Charybde über den Feuerkelch gesprochen. Das ist gut. Wir hatten es schon seit Tagen erfolglos versucht. Nummer 500 Erfahrung. Sehr gut. Georg? Fuck, Mann. Den haben wir ja zurückgeschickt, ne? Na toll. Das heißt, da ist er. Der läuft immer noch. Vor 3 Tagen zurückgeschickt. Komm mit. Dann wollen wir mal. Ja, ich glaube, wenn du nicht in der Nähe bist, dann läuft der halt ganz langsam halt nur. Ah, warte mal. Ich glaube, da hinten waren noch ein paar Orks. Ja, ja. Siehst du? Da haben wir noch welche gesehen. Georg, bist bereit? Hast du Bock? Hast du Schnupfen? Nee, ab ins Bett. Nach Hause. Komm. Ey, wie kannst du hier Schnupfen haben, ey? So, man kriegt erstmal die volle 12er Packung. Mach ich. Nur für dich. So, kennst du das Brunnenspiel, sag mal? Man läuft hier immer um den Brunnen rum. Bis der eine aufhört zu brennen. Kennst du das Spiel? Ah, wir haben schon wieder keinen Mana mehr.
Was habe ich jetzt schon wieder? Ich habe schon wieder irgendwas gedrückt hier gerade. Sag mal, ist Theo gerade einfach von dem Gegner weggelaufen und der hat ihn in Ruhe lassen? Ein Typ, der Theo, Alter. Mit allen Wassern gewaschen. So, Theo, bist du bereit? Alter, das leckt sich hier einen weg. Zack! Ja, hast du's gezeigt? Ich hab's immer noch drauf. Du? Na komm. Komm, ich lasse den Erfolg. Ja, du hast es immer noch drauf. Nicht als Lagerfeuermann. Obwohl. Also ihr seht ja selbst, ne? Als Fernkämpfer habt ihr genug Tränke, ihr habt doch genug Fleisch, was ihr benutzen könntet, um uns zu heilen. Daran liegt es wirklich nicht. Ich würde sagen, das erkunden wir mal nicht mit Dio zusammen. Nicht, dass da irgendwie ein paar Bugs oder sowas sind. Das machen wir mal alleine dann. Wir laufen jetzt mit Dio nach Hause. Dio, komm. Diesmal laufen wir nämlich den anderen Weg hier lang. Ich glaube, da kann man... Es gibt diese Stege, die nach unten führen, zum Wasser quasi, zum Wasserverlauf. Ich glaube ganz ehrlich, das sind halt so eine Dinger, wenn du den Teleporter nicht kriegst... Nee, noch, das ist eine Barriere, ist ja trotzdem da. Hm. Na egal, auf jeden Fall, wenn du da irgendwie abrutscht oder sowas und theoretisch nicht tot bist, wenn du dann runterfällst, dass du halt irgendwie wieder hochkommst. Also wenn du zum Beispiel jetzt hier von der Brücke fällst, musst du ja irgendwie wieder hochkommen. Kannst ja nicht, wenn du den Teleporter zum Beispiel nicht mehr hättest, dann würdest du ja nie mehr irgendwo hinkommen. Das wäre ja auch für den Arsch. Aber, haben wir da noch irgendwas? Nee. Na gut. Ach so, ein bisschen, naja, Wein, scheiß drauf. So, Georg, wo willst du eigentlich hin? Du willst zu, ach Gott, du willst ja zu Kobrin. Ja, jetzt schieß mich mal tot. Ah, da ist er ja. Ich habe den Paladin Tordir gefunden. Der verfluchte Idiot. Das ist aber nicht nett. Tordir ist wieder wohlbehalten in der Burg angekommen. Gutes Gold für gute Arbeit. Hier, nimm, du Teufelskerl. Ich habe den Paladin Georg gefunden. Warum ist denn er jetzt so leise? Blitz. Da sind also wir sind bei 85 Ruf, Jungs. Sobald wir diesen Teil der Stadt gesichert haben, werden wir uns um sie kümmern. Gutes Gold für gute Nachrichten. Hier, nimm. Wieder 500 und das Ding noch. Verdammt! Ich wusste, du würdest dir etwas bewegen. Aber herrje! Du bist der beste Kämpfer, den ich je getroffen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Gutes Gold für den glorreichen Sieg. Nice. Cool. Danke für deine Hilfe, Fremder. Du bist in Ordnung. Hier, nimm diese Heiltränke. So wie du drauf bist, wirst du sie brauchen. Nochmal 5 Heiltränke, 500 Erfahrungen. Läuft bei uns auf jeden Fall. Richtig derbe. Die Frage ist, warum haben wir nur 85 Ruf in Vanguard? Was fehlt noch? Nur mal so, Freunde, ne? Wir haben jetzt, wir können uns jetzt noch 96 Mana aus Tränke machen und wir haben ungefähr das alles erkundet. Von da. Da können wir uns noch 100 Mana machen. Also ich meine, wir haben das alles noch vor uns, die ganze Wüste, irgendwas hier oben im Norden. Also wir werden auf jeden Fall noch viele Pflanzen finden und dann werden wir richtig abgehen. So, ich wollte noch was zeigen und zwar bei sonstigen Talenten bin ich drauf gestoßen. Resistent gegen Kälte und Resistenz gegen Hitze. Ich hatte doch vor ein paar Episoden überlegt, kaufe ich mir diese konischen Runen da am Schrein vom Innos hier, Krankheit heilen und Vergiftung heilen. Und ich habe überlegt, die ganze Masse, es sind jeweils 4 Lernpunkte. Und dann bin ich darüber gestoßen. Ich meine, das ist natürlich so ein Ding, ne? Nee, warte mal, das ist es. Scheiße, Entschuldigung. Das ist immer auch gut. Nee, hier. Resistenz gegen Krankheit. Der Held ist immun gegen Krankheit. Mit Alchemiewert 35 können wir das lernen. Und Giftresistenz. Das heißt, das wäre natürlich Schwachsinn gewesen, ne? Wenn wir uns jetzt irgendwie den Spruch gelernt hätten, nö, wir können uns jetzt, wir können jetzt Vergiftungen heilen und wenig später können wir uns vielleicht Giftresistenz machen. Ich meine, dann sind wir eh nicht mehr. Dann wären wir eh nicht mehr vergiftet. Dann wären 4 Lernpunkte für den Arsch gewesen. Und deswegen finde ich gut, dass wir es hingekriegt haben.
dass wir es nicht gemacht haben bis jetzt und dass wir das irgendwie noch irgendwann hinkriegen werden. Und Alchemie, okay, da sind wir jetzt bei 27, da müssen wir einfach noch ein bisschen was lesen. Da bin ich ehrlich. So, ich wollte eigentlich jetzt nachgucken, was uns noch fehlt von den Aufträgen. Achso, nochmal Feuermagier. Ja, das wäre jetzt die Magie der Herrschaft. Das würde alles irgendwie verstärkt werden. Das stand, hier stand das. Feuermagier. Zauber der Herrschaftsmagie werden effektiver. Sie machen nahezu doppelten Schaden und halten um die Hälfte länger. Benötigtes altes Wissen 250 und Mana-Regeneration ist die Voraussetzung. Mana-Regeneration. 200 altes Wissen. 175 haben wir fast. Gar nicht schlecht. Der Held regeneriert sein Mana auch ohne Ruhepausen. Ich glaube, darauf werden wir mal als nächstes gehen. Dazu brauchen wir theoretisch noch... Das war dieses Ding, was da wie vorhanden ist, kostet, glaube ich, auch 50, auch 30, ne? Naja, das dauert halt noch. So, Alter, zum 500. Mal. Ich wollte wissen, was wir für Aufträge haben. Und zwar in... Jo, keine. Keine Aufträge. Warum haben wir nur 85? Auf wie viel mögen die uns jetzt überall hier? Ist natürlich sehr gut. I like it. So Jungs, wo kann ich denn mal pennen? Darf ich bei euch hier mal mich niederlegen? Womit kann ich dir helfen, Fremder? Seit die Orks uns belagern... Den kennen wir noch nicht, oder? Qualität meiner Ware nicht. Den haben wir verbeilt. Aber vielleicht findest du ja doch noch was, was dir gefällt. Fehlt dir noch irgendwas? Machst du Witze? Es mangelt hier an so ziemlich... Das sind die letzten 15 Punkte, ich sag's euch. Wir werden hier ausgeblutet und das schon seit Tagen. Das Nötigste, was ich brauche, ist Werkzeug. Hämmer, Sägen, einfach alles. Hä? Unsere Stadt wurde geschliffen. Wenn wir sie wieder aufbauen wollen, brauchen wir so einiges. Ach du Scheiße, Mann. Ich besorg dir das Werkzeug. In Ordnung. Wir brauchen 10 Hämmer. Dann brauchen wir 5 Sägen. Zu guter Letzt brauchen wir noch etwa... 20 Spitzhacken. Bist du behindert? Schau mich nicht so an. Ich habe den Krieg nicht angefangen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Zeig mir deine Ware. Ich wollte... Ist schlecht. Ey, aber ich will die jetzt noch nicht kaufen, oder? Ah ja, braucht wahrscheinlich Schmiedehammer, ne? Und wir haben die immer verkauft. Spitzhacken haben wir auch immer verkauft. Da haben wir eine. Wie viel sind die wert? Alter, schon wieder. Und, was haben wir noch? Was war noch? Sägen. Hat dazu nichts. So, was kann man hier für Schwerter schmieden? Zweihänder, Rubinklinge, klingt gut. Und Bastardschwert. So, das sind uns übrigens die fehlenden Punkte. 20 Spitzhacken? Zeig mir deine Ware. Ja, die haben ja alle diesen Hämmer. Oder diese Hämmer. Wir können jetzt immer für 120 kaufen. Machen wir jetzt einfach mal auch. Ich glaube, hier hinten wäre dann noch ein Händler gewesen. Warum wächst du mich? Zeig mir deine... Ne, genau hier. Oh, 4 Spitzhacken sind hier zum Beispiel. Aber Sägen haben die nicht. Rebellen. Händlerin gelesen. So, was fehlt denn noch? Geldron! Was willst du? Zeig mir deine Ware. Mach mal ruhig. Achso, der hat nur richtig cooles Zeug gehabt. Na gut, ich will jetzt immer noch trotzdem irgendwo pennen, Jungs. Hier vielleicht? Yo, wie siehst du das? Wenn wir jetzt gepennt haben, der hat jetzt nicht zufällig nochmal wie Spitzhacken und so ein Zeug, oder? Ne, hat er nicht, okay. Gut. Achso, was machen wir jetzt eigentlich? Wir sind ja jetzt hier eigentlich durch. Im Grunde genommen. Das heißt, ich würde sagen, wir klappern mal anschließend noch die Händler ab, die wir schon so kennen, zum Beispiel Adea. Jetzt für den Rest der Episode, noch 5-6 Minuten. Also ich denke mal, wir werden da vielleicht mit Minen, also mit weniger Geld rauskriegen, als wir jetzt ausgeben. Hammer, Spitzhacke, Goldausgleich, zack, zack. Aber
Das Ding ist halt, also was ich halt eigentlich haben möchte, sind halt die Erfahrungspunkte. Die wiegen halt viel schwerer als so ein bisschen Gold. Also 55.000 werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Befreiter Sklave, Rebell, 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 Rebell. Rebell, ist hier noch jemand drin? Nein. Ich könnte theoretisch auch noch zu Jack. Ich glaube dir kein Wort. Du bist hier nicht Wesen, sondern Händler? Doch. Wollte schon sagen. Zeig mir deine Ware. Nur wieder Ärger. Zack. Zack. Ich werde einfach abwarten. So, okay. 5 haben wir davon schon und das sah halt lächerlich. Also, ich nicht schon genug Probleme hätte. So, Linus, wir brauchen Segen. Zeig mir deine Ware. Segen wird unser größtes Problem sein. So, Jack the Ripper, da können wir mal kurz hinlatschen. Vielleicht hat der noch was für uns und vielleicht begegnen wir auch noch irgendwelchen Hüschen. Oh, wisst ihr noch, wo wir hier waren? Wie wir angefangen haben und nichts konnten. Gar nichts. Jetzt kommen wir wieder, sehen ungefähr genau gleich aus. Und können immer noch nichts. Außer am Feuerball. Und tschüss, Junge. Da ist noch ein Hirsch, okay. Oh, da ist noch einer. Muss man ein bisschen beeilen. Das mit dem Gelenken sieht auf jeden Fall überfett aus, finde ich. So, zack. Wir sind jetzt aber schon ein bisschen stärker, also so ist nicht. Können uns auf jeden Fall ein bisschen was zutrauen jetzt auch. Zeig mir deine Ware. So, genau, bei ihm habe ich nämlich... Ich brauche noch nicht Schmiedehämmer, ich brauche die Hammer. Oh, Mann, ey. Ja, doof, fickt gut, ne? Scheiße, stimmt, ey. Ey, zum Glück sind wir noch zu Jake nochmal gegangen. Jetzt hätten wir die ganze Zeit falsche Sachen gekauft. Jetzt haben wir nur ein paar Mal falsche Sachen gekauft. Hast du Geld? Ja. Sehr gut. Kurz mal gut, ob der alte Jake ein bisschen was hat. Für uns. Guck mal, man kann da nicht alle Runen verkaufen. Sehe ich gerade. Ordensschwert gibt's auch noch übrigens, Jungs. Auch fett aus. Hier ein paar Bolzen. Ein paar Armbrüste. Helle Bade brauchen wir nicht. Wie viel haben wir schon? 4000. Mal ein bisschen Kleinvieh. Im Boden haben wir um. Das ist es auf jeden Fall nicht der. Zack, zack. Wie viel hat er noch? 2000 hat er noch. Jetzt noch 1300. Jo. Okay. Also, wir brauchen Hämmerchen. Die Dinger brauchen wir. Dann brauchen wir noch Spitzhacken. Da haben wir 10 Stück. Das ist erstmal okay. Die können wir auch überall finden. Die können wir auch überall kaufen. Das ist kein Problem. Wir brauchen aber Hammer. Frag mich mal, wo es den Scheiß gibt, ey. Adea waren wir jetzt. Gotha wird es den Dreck eigentlich wahrscheinlich nicht geben. Wir können gleich mal am Ende können wir noch zu Gotha nochmal zurück. Guck mal, wie es jetzt in Khabdun aussieht. Einfach mal in Dota, ob die jetzt da schon was aufgebaut haben. Das wäre mal ganz cool eigentlich. Zu wissen. Khabdun ist natürlich klar. Hier haben sie natürlich ein bisschen was. Die Frage ist, ob sie jetzt... Hier gibt es auf jeden Fall einen Alchemisten. Zeig mir deine Ware. Ein bisschen Wein ist immer gut. Wenn der schon so viel Kohle hat, dann kann er uns auch ein bisschen was davon mal geben. So, also vom Geld her... Was ist das denn für ein Trank? Ausdauertrank, okay. Na gut, das läuft schon in die richtige Richtung. Hämmerchen brauchen wir. Hammer. Bist du für einer? Eine Bell nur? Also, wo es vielleicht noch einen Händler gibt, ist da hinten eigentlich. Genau. Zeig mir deine Ware. Das hätte ich dir vorher sagen. Ja, hier, Spitzhacke können wir uns nehmen. Am besten als sie da raus. Philly! Wir passen auf. Sehr gut. Menzel? Alles klar. Der letzte Scheiß. Ach so, warte, er vielleicht so ein Dieb? Ah, kann nur Diebeshandwerk beibringen. Okay, also so, dieser Hammer. Oh, Jungs, wo kriegen wir die Hammer her? Sag mal, haben wir wirklich fast 1000 Pfeile?
Das ist ja krass. Wenn er so weitermacht, wird es nicht schlecht. Achso, wie können wir eigentlich mal zu Okara zurück? Dem großen Palla, dem Oberhaupt, mal sagen, dass wir mit dem Rober gesprochen haben. Vielleicht bringt das was. Gucken wir eigentlich mal. Und danach würde ich sagen, gibt es dann sicherlich auch eine neue Aufnahmesession in der nächsten Episode. Da werde ich mir überlegen, wo wir dann hinrennen. Was wir dann machen sozusagen. Wie können wir noch zum Schmied? Zeigen den Schmied Brothers. Der hat nur Schmiedehammer, ne? Na, da hat er hier eine Spitzhacke. Spitzhacken ist kein Problem zu kriegen. Sehe ich gerade. Ich weiß auch, dass wir schon mal eine Säge hatten. Also so sieht's. Also so, das. Sean. Läufst du jetzt erst los zur Stadt? Schmiede, die Döns. Mist, hier hätten wir. Hier haben wir jetzt eine Schaufeln. Komm, ein paar Dietrich immer auch. Achso, warte mal. Dir kann ich doch die ganzen hier, die Pokale und so geben. Du wolltest doch. Wolltest mir doch gute Preise machen, Junge. Was sind das ja eigentlich ein Gegengift? Verwandern uns dann in Scavenger, in so einen. Ach, da brauchen wir halt nicht. Mal ein bisschen Geld hier. Mal ein bisschen Geld hier raus. Das sind übrigens die Pflanzen, die Flammenbeere, die brauchen wir. Die geben uns noch so zwei Maximalmanna. Ah, wusste ich gar nicht. Cool. So, gehen wir mal kurz nochmal zu dem Herrn. Wie heißt er nochmal? Roland? Ja. Ich habe mit dem König gesprochen. Du hast es tatsächlich geschafft? Sehr gut, mein Freund. Sag schon, wie können wir Roba am besten dienen? Es wäre das Beste, wenn ihr euch erstmal weiter hier in Okara verschanzt. Gut. Wir werden warten. Für den König. Hier, dein Lohn für die gute Nachricht. Nochmal 2000 Gold. Zeig mir deine Ware. Hatte der eben was Cooles noch? Nö, hat er nicht. Na gut. Jungs, dann sehen wir uns dann gleich wieder mit einem neuen Auftragsziel.